und sagen. Also Ja. schwierige Situation und schwierige äußere Umstände. Und ja, auch fürs Schach natürlich. Gerade habe ich gehört, dass zum Beispiel die Schacholympiade in Moskau, da sollte sie stattfinden, abgesagt, also verlegt, wegverlegt, woanders hin verlegt wurde. Ja, und man weiß gar nicht, was noch alles kommt. Aber wir machen jetzt Schach. Wir machen eine ganz normale Sendung. Genau. Eskapismus. Wir betreiben schachlichen Eskapismus. Genau, ich habe sogar noch ganz kurzfristig ein Quiz vorbereitet. Hallo. Dazu verrate ich aber noch nichts. Du sagst mir, wann Ja, ich hinkommen kann. Ne? genau. Also du konntest die Frage nicht beantworten. Das ist immer ein guter Test. Nee, Okay. Gut. ich habe die Frage, glaube ich, auch schon vergessen. Ja, sehr gut. Ja, ich habe hier erstmal ein aktuelles Beispiel rausgesucht zum Aufwärmen. Das ist eine Partie aus dem Jahr 1899. Ich weiß nicht, wie alt die älteste Partie in der Mega ist, aber die ist so, glaube ich, 1400 sowieso. Und da frage ich mich immer, gab es uns damals schon, wer hat überliefert? Ich habe die live gesehen und dann Ja, die eingegeben. hast du live gesehen und das heißt, das ist auch der Grund, warum wir von dem Spieler David Janowski kein Foto haben, sondern nur eine, wie ich finde, sehr geschmackvolle Zeichnung. Aber ich weiß nicht, ob sie ihm auch nur im Entferntesten ähnelt, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt Fotos Ja, gut, haben von wir aber nicht, Janowski. ne? Na, Also, es, hier ist keins, ja. ja, Okay, genau, aber aber es gibt ich finde welche. diese Zeichnungen ganz toll. Ja, okay. Und jetzt haben wir einmal darüber kurz gesprochen und ich stimme Thomas Rüther auch voll und ganz zu, aber ansonsten machen wir hier keine Politik, sondern Schach. Aber die Aussage, die da steht, völlig d'accord. Ja, Schwarz spielt hier Turm F nach F7. Warum ist der ganz schlecht, André? Du kannst den ausführen, den Zug, oder du kannst den Turm auch F nach vorher. Du F7. kannst es vorher, ist es ja immer besser, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Karl schlechter, als er Turm F nach F7 zog, sofort. Genauso, ich weiß nicht, da gibt es so also eine haptische Reaktion sozusagen. Man macht einen Zug und merkt sofort, das war jetzt ganz, ganz schlecht. Also der versperrt Fluchtwege, das ist Genau, jetzt, was mir genau auffällt. das. Also Ich ich habe. mach ihn da einfach mal. Ja, Also gut. wir haben das auch schon eigentlich. Sollte ich jetzt Züge machen können? Manchmal kann ich das Ich auch. überlege gerade, ob ich jetzt mit so Dame H7 irgendwie zum Erfolg komme. Also Ja, Dame ja. H7, König H7, Turm H5 Schach, König G8 und jetzt müsste man am besten aber Matt setzen. Also Springer G6, sage ich mal. Reicht das? Matt reicht ja. Also dann, wenn man matt Aber es ist gesetzt ja hat, noch nicht boah. matt. Wo bin ich jetzt? Muss ich nochmal überlegen. Also Dame H7, König H7, natürlich Turm H5 Schach, König G8, Springer G6, droht matt. Aber vielleicht kann man ja irgendwie wegziehen. Also sagen wir mal, Turm F6 ziehe ich oder sowas. Tja, dann komme ich jetzt schon ins Grübeln. Da würde ich mal nachdenken. Grübeln ist ganz schlecht. Grübeln heißt, dass du dir so Gedanken über die Schachphilosophie machst und überhaupt, warum habe ich nicht erst einen Springer F3 gespielt? Rechne doch mal weiter, das war alles richtig. Du musst das ja nun jetzt nur noch Jetzt noch einen eine. Zug machen, ja, aber Du was, musst nur noch Turm. zwei Züge weiterrechnen. Das ist Ach jetzt so, der leider. Springer G6 ist ja gedeckt. Das heißt, ich kann ja dann Turm H8, König F7, Turm Ja, F8 spielen. Ja, siehst du, just, gut. just. Ich muss Ja. gucken. Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, ob er nach Dame H7 aufgegeben Ach hat. so, und Ja, Rundelmacher hat er wunderbar, auch. Rundelmacher führt das Ganze nochmal aus. Springer G6. Und ja, da sieht man mal wieder dieser Zug, wie unglücklich der war. Es droht Turm H8 und selbst wenn der Turm kann ja überall hinziehen, aber Turm F8, Turm F6, was weiß ich, es ist und bleibt matt. Ja. Und selten sah man auch so eine Dame auf B2, die nun gar nichts beitragen konnte. Sie könnte sich noch auf H2 opfern, ne? Das wird dann ja immer angeführt. Das ist gar nicht matt in 3, sondern das ist matt in 4, weil Schwarz noch immer die Damen opfern kann, aber da gibt es einfach nichts mehr. Was haben die beiden Spieler denn gemeinsam? Jetzt mal eine Quizfrage an dich, aber es Wahrscheinlich gibt nichts zu viele gewinnen. Buchstaben. Weiß, nee, was meinst du Naja, jetzt? beide haben WM-Kampf gegen Lasker gespielt. Ach so, okay. Ne? Ja. Also Janowski hat eine ganze Serie von Wettkämpfen gespielt gegen Lasker und Mhm. einer war dann WM-Kampf und dann, Das war naja, dieses 5-5. nee, 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 das das war sch gegen Schlechter. schlechte, ja. Gegen Janowski, Janowski war ein großer Anhänger des Glücksspiels und war viel beim Roulette und Stimmer Finger. ein Kolumnist schrieb, mal gewann Lasker, mal verlor Janowski. Nee, das andere war schlechter. Das war das 5 zu 5. Und Lasker lag Wer hinten. erinnert sich nicht? Genau. Lasker lag hinten und hat auch noch knapp ausgeglichen. Aber ich Ja. muss sagen, du hast ja auch ein Buch über die WM-Kämpfe geschrieben. Ich finde das schön, wenn man so
wirklich Bücher liest und dann, was war damals und so. Ich finde das unheimlich entspannt, so Schachgeschichte zu lesen und dann, man, das macht Spaß, es ist entspannt. Also das heutige aktuelle Schach, das Tagesgeschehen, das ist nicht entspannt für mich. Das Nee, ist eher das Gegenteil davon. spannend. Spannend ist eher das Gegenteil davon. Vincent Gaimard, wer kennt ihn nicht, muss man ja wirklich sagen. Und er hat ein großartiges Turnier bei dem Athens Masters gespielt, hat die Vorrunde überstanden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das hat ihn selber sehr gefreut und hat dabei ganz tolle Partien gespielt. Ja, doof natürlich, dass es online war, aber immerhin. Also ich glaube, wenn man einen Gegner am Brett besiegt, so richtig gegenüber mit Handschlag und so, das ist nochmal was anderes. Aber er hat da einige Scalps an seinen Gürtel heften können. Und wir gucken uns hier mal die Partie gegen Anish Giri an. D4, Springer F6. Keiner spielt selten oder gar nicht E4. Ich kann Ein mich nicht. D4-Spieler. Ja, ist also, aber das kommt noch, könnte ich mir vorstellen. Also, dass er auf jeden Fall sich in E4-Öffnungen ausprobiert, weil das muss man heutzutage, wenn man ein kompletter Spieler, sehr guter Spieler werden will, glaube ich, irgendwann machen. Ja. Vielleicht geht man dann wieder weg, aber ich glaube, dass man es Ja, ausprobieren zumindest muss. wenn man weit nach oben kommen möchte, so, Und es ne? gibt auch immer Gegner, glaube ich, gegen die E4 einfach der bessere Zug ist, weil die ein bestimmtes Repertoire haben und wenn man sich darin wohlfühlt und da Varianten hat, die man gerne und gut spielt, kann das also ist ein großer Vorteil, einfach wenn man beide Züge machen kann. Springer F3, kein Nimmt zu indisch, also D5, Springer C3, Läufer B4. Rogozin-Verteidigung müsste auch da unten stehen. Ja, Rogozin-Verteidigung. Der Computer bestätigt das. Bin mir heutzutage ja nie sicher, ob er da irgendwas anderes findet. Und dann Läufer B4 spielt Vincent Keimann den Zug Dame A4 Schach. Ist eigentlich ein Zug, ja, man soll ja die Dame nicht frühzeitig ins Spiel bringen, aber die Idee ist eben, den Springer nach D6, nach C6 zu zwingen. Und auf C6 steht der Springer so ein bisschen, ja, wir. Im Weg. Ja, irgendwie nicht richtig. Also wenn Naja, man, weil der ne, C-Bauer da ja, ist ne, der verstellt, ne? C-Bau ist verstellt und nehmen wir mal an, Weiß würde einen anderen, ja, kann natürlich alles Mögliche machen, ja. Läufer G5, Rochade. Und dann könnte man immer mit dem C-Bauern das Zentrum attackieren, sagen wir, Allerdings, mit C7, C5, ne? Chigorin würde Und sagen, wo soll er sonst stehen, der ja, Springer, wenn nicht auf C6? gut, aber vielleicht auch ohne den C-Bauern. Klar, ja. Dame A4, und das ist Weiß, also ein ganzes Tempowert. In der Regel ist es tatsächlich so, dass sich die Dame nicht auf A4 hält, und das sehen wir auch gleich in der Partie, sondern zurückgeht. Es kommt E3, kurze Rochade, und Vincent Keimer geht jetzt gleich zurück nach C2. Man kann erst Läufer D2 spielen oder so. Und dazu hat er, habe ich da, also er hat sehr, sehr viele Partien in dieser Variante gespielt mit Weiß. Und wir haben uns, glaube ich, auch angeguckt, ich bin mir nicht mehr sicher, vielleicht weiß das noch jemand, vielleicht weißt du das, vielleicht warst du dabei. Die Partie Keimer gegen Alexejenko, kann sich noch jemand daran erinnern? Ich meine, das haben wir auch gehabt hier bei TV Chess Base. Bin mir nicht mehr Ja, ganz. wir haben so viel Bin gehabt. mir nicht mehr ganz sicher, aber entweder die oder eine ganz ähnliche Partie oder wir haben es zumindest zitiert. Also das ist so, spielt er einfach Auf sehr jeden Fall gerne. aber irgendwas mit Schach. Dame C2, Turm E8 und Läufer D2, jetzt einmal A6, das ist so ein kleiner Wartezug. Und Weiß spielt auch A3, Läufer D6. Ja, und jetzt Weiß hat sich gut aufgestellt im Zentrum und jetzt spielt man nochmal, also Turm D1 ist so ein Zug. Der schwarze Plan, bedingt durch den Springer C6, ist ja, dass man E6, E5 spielen will. Also man hat nicht den C-Bauern als Hebel im Zentrum, sondern man will E5 spielen. Und dagegen richtet sich einfach der Aufbau von Weiß. Aber Weiß steht auch sehr flexibel, muss man da, ne, sagen. Und H3 ist ein nützlicher Zug. Läufer D7, Turm D1. Das ist alles noch ein bisschen Schattenbogen. Auch H6, das ist ganz witzig. Früher hätte man Anfängern auf die Finger gehauen, wenn man guckt, was die so mit ihren Randbauern schon alles gemacht haben Ich hier. weiß, wie das in Russland genannt wurde. Das nannte man, glaube ich, Spiel mit Öhrchen oder so. Ja, Spiel mit Öhrchen, ne? Aber also in fast allen Varianten, also gerade der Zug H3 übrigens, A3 hatte ja noch einen richtigen Zweck, das hat den Läufer angegriffen, aber in fast allen Varianten ist gerade der Zug H3 für Weiß unheimlich nützlich einfach. Und die Idee ist natürlich immer, dass Weiß nicht den Läufer oder erst möglichst spät den Läufer F1 ziehen will. Also man will immer schwarz, ups, das wollten wir jetzt nicht.
Man will also Schwarz immer dazu einladen, hier auf C4 zu nehmen. Und dann ist der Läufer eben in einem Rutsch nach C4 und gekommen. Und kann hier auch und ganz prima nach Läuf A2, A2 und ne? B1. Also, genau. Eigentlich sind das ja so Garagen, ja, die da natürlich, sind. Natürlich, ne? Ja, wir nannten das früher in Bremen, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, Behring. Das Feld B1 oder B8 wurde Behring genannt, weil es gab einen Spieler, Horst Behring, der immer seinen Läufer für den gegnerischen Springer F6 oder Springer F3 gab und dann den Läufer nach Behring 1 zurückzog und dann versuchte auf H7 matt zu setzen. Und manchmal klappte es und manchmal klappte es auch nicht. Nachdem ist auch eine Straße benannt, ne? Ja, Behring natürlich. Behring ist ein Meer, ne? Die Behringstraße. Gut, H6. Und Vincent Keimer spielt jetzt C5. Und das hat Vor- und Nachteile, wie vieles im Leben. Auch im Schach. Man kriegt also ein Tempo, Angriff auf den Läufer. Man kriegt Raumvorteil, natürlich am Damenflügel, Läufer F8. Aber umgekehrt, man hat jetzt Schwarz auch freie Hand im Zentrum gelassen. E6, E5 steht jetzt eben auf der schwarzen Gebrauchsanleitung. Und jetzt kommt, Läufer E2 ist offenbar neu. Habe ich keinen Vorgänger gefunden dazu. E5, Läufer E2 ist der neue von Keimer. Es gab eine Partie mit Springer E5. Das gibt dem Ganzen ganz anderes Gepräge. Wesley so Widdit, auch 2019 gespielt. Und Läufer E2, das hat mich verblüfft, muss ich sagen. Weil ich dachte jetzt Läufer E2 und Schwarz spielt E5. Und jetzt, gut, jetzt 13 Züge haben wir gemacht. Sag mal was zu der Stellung. Und sagt ihr mal was zu der Stellung. Wie gefällt euch das mit Schwarz oder Weiß? Bin ich sehr gespannt. Ich sage dann hinterher, was ich spontan hier gedacht habe. Aber erst hinterher. Sag du mal was. Naja, was meint ihr? Steht Schwarz gut? Steht Schwarz ordentlich? Einfach ist es ausgeglichen? Ich würde vermuten, dass es ausgeglichen ist. Und wenn Schwarz jetzt E4 spielt zum Beispiel, dann hat man vielleicht so eine Art Französisch mit vertauschten Farben oder so. Okay. Aber Weiß steht auch gut. Okay, ja. Ich warte nochmal, ob vielleicht einer von den Zuschauern was dazu sagt. Ob der sagt, Mensch, ich finde jetzt eigentlich, Schwarz hat bequem ausgeglichen. Und du sagtest E5, E4 als positionelle Drohung sogar. Dann haben wir so eine Art Vorstoßvariante im Franzosen mit sehr, sehr freiem Figurenspiel für Schwarz. Sagen wir mal, wenn ich jetzt rochierte oder so mit Weiß. Also E4 zulassen. Also sagen wir mal, wenn ich das jetzt selber so im Blitzen hätte, dann würde ich mich so ein bisschen ärgern, ne, mit Weiß. So. Mhm. Also wenn ich jetzt unvorbereitet wäre, aber Keimer ist bestimmt nicht unvorbereitet hier reingegangen. Ja, das ist ja immer schon um die Ecke gedacht. Das würde er nie zulassen, wenn es nicht irgendwie gut wäre. Also dann würde ich jedenfalls denken, also E4 würde mir nicht gefallen. Mhm. Aber nehmen gefällt einem ja auch nicht. Und Also ich habe spontan gedacht, Schwarz hat hier seine Eröffnungsprobleme gelöst. Ja. Das war mein spontaner Ein, weil ich dachte, Weiß hat mit C5, hat er dem Läufer einen Tritt gegeben, aber er hat halt die Zentrumsspannung, also hier hatte er noch Druck auf D5, da ist eben E6, E5 nicht so ohne weiteres möglich, solange Weiß noch diesen Druck auf D5 hat, diese Spannung noch da hat. Aber hier ist die Spannung halt aufgehoben und Schwarz bekommt jetzt, ich dachte, also Schwarz steht bequem. Glaube ich eigentlich immer noch, aber wir gucken mal, wie es weitergeht. E5. Also den Zuschauern gefällt Schwarz auch. Ja, ne? Keimer spielt ganz normal Rochade. Und Schwarz hat jetzt nicht E4 gespielt, macht aber gleich, sondern er spielt einen cleveren Zug. Und was glaubt ihr, hat Giri jetzt gemacht? E5, E4 als Möglichkeit natürlich, aber was hat Giri hier wohl gespielt? Und ich bin mir nicht ganz... Ich hab die Partie gesehen, aber vergessen. Rudelmacher gefällt der Springer C6 nicht. Das ist richtig, aber andererseits ist der natürlich unerlässlich für das Vorpreschen mit E5. Also Springer C6, okay. Den kann man aber, wenn man mal E4 gespielt hat, also Schwarz spielt E5, E4, hat dieser Springer natürlich freie Hand oder freie Hufe. Was hat ein Springer? Also der kann wohin, wohin er will. Also er kann dann beispielsweise nach E7. Also wenn ich das jetzt hier im Blitz mit Weiß hätte, ne? Ja. Also dann würde ich eigentlich, da würde irgendwo, dann würde online so, dann wäre ich sicher, käme jetzt E4, Springer zieht und dann Läufer H3. So, damit muss man rechnen. Also wenn jetzt damit C8 zum Beispiel, ist das ein Zug? Bei Raumvorteil, ja, klar. Genau, und das ist, du bist also
ein Fitschelspieler sozusagen. Nee, das kenne ich von. Ich würde das nie machen, aber meine. Dame C8. Und das hat er das gemacht? Ja, das hat er tatsächlich gemacht. Und ja, das hat Shield nach H3, genau. Shield, aber das ist gut. Wir wollen auch nicht vergessen, dass das eine Schnellschachpartie ist. Es ist eine Richtig. Das habe ich noch nicht erzählt. Ne? Okay, es war natürlich ein Online-Schnellschachturnier. Und also zwei Ideen. Es gibt die plumpe Idee, die grobe Idee, Läufer schlägt H3. Und ich muss sagen, also ich hätte davor ganz großen Respekt. Ja, immer Respekt. Aber es gibt auch eine relativ gesunde positionelle Idee, die mit Dame C8 verbunden ist. Und was ist das? Welche ist das? Läufer F5. Oder? Läufer F5. Ne? Also dieser Läufer auf D7, der würde auf F5 natürlich besser stehen. Mit dem Wort natürlich. Aber nicht, wenn man E4 dann spielt. Das Wort natürlich, das nehme ich jetzt mal so, also in Anführungsstrichen. Also auf jeden Fall war das die Idee von Giri. Und ich finde das, also Vincent Keimer spielt, hat, ich weiß nicht, ob er das mal gesagt hat, aber er spielt Konzepte. Also Konzept heißt tiefsinnig. Das ist nicht Zug für Zug, sondern er hat sich einen Plan zurechtgelegt. Und auch Läufer C1, finde ich wirklich tiefenentspannt, was Weiß hier macht. Ne? Nur noch mal kurz, wenn Schwarz jetzt nehmen sollte zum Beispiel, dann sieht man, da würde ich sagen, dann ist dieser Bau auf C5 wirklich ein Faustpfand. Da kann man mit B4 arbeiten, Läufer F4 und so weiter. Und Weiß hat hier einen sehr schönen Raumvorteil. Das ist eine feine Sache, denke ich. Aber Läufer C1, okay, was macht Schwarz jetzt? Spielt Läufer F5. Ich hatte kurz überlegt, war das hier schon? Ja, man kann hier E4 spielen oder wir können auch einmal Läufer H3 angucken, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Läufer H3, Dame H3. Ich glaube, es reicht einfach nicht. Also hier kann Weiß wahrscheinlich am besten, vielleicht spielt man Springer H2 oder Springer E1. Springer H2 ist eigentlich die normale Reaktion. Springer H2, ja. Vielleicht Springer H2. Und dann ja. Läufer G4 und oder so. Es ist, also, ne, ich, es ist, es sieht immer gefährlich aus. Ne? Der König hat eben seine beiden Schutzbauern verloren, aber da muss Nachschub kommen. Und Nachschub wäre zum Beispiel, ein Läufer kommt nach D6 und schießt hier gegen, oder der Springer geht nach vorne, oder der Turm kommt so rüber. Aber das funktioniert alles für Schwarz nicht. Ne? Weiß hat den schönen Läufer E2 und die Idee ist König H1, Turm G1 und das funktioniert, also es reicht nicht aus. Aber, also, ne? So ein bisschen kribbeln wäre da so bei mir. Ich würde also das, würde ich weiß würde, von Danny ja. King immer, der sagt ja immer, also bei Figurenopfer, ein Bauer und ein Schach, das ist dann schon Kompensation. Ja, okay. Ich glaube, das hat er aber ironisch gesagt. Und wenn du das hier als Wahrheit verkaufst, ist das, glaube ich, nicht so gut. Nein. Okay, er hat gespielt Läufer F5, ne? Hat er gemacht. Ja, Läufer F5. Und jetzt kommt von Vincent Keimer der Zug Dame B3. Auch bemerkenswert natürlich, weil man hätte vielleicht den Bauern lieber auf B4 gehabt, aber andererseits drückt die Dame so gegen zwei Punkte, einmal D5. Und naja, schielt auch zumindest nur ein bisschen nach B7. Jetzt kommt von Weiß, von Schwarz der Zug E4. Und ja, wo würdet ihr jetzt mit dem Springer F3 hingehen? Was würdest du jetzt erwägen? Ja, wie viele Felder hat er? Er hat vier Felder, sehe ich jetzt gerade, wenn ich das richtig erzählt habe, vier Felder. Was glaubt ihr, wo ist Vincent Keimer hingegangen? Also das Aggressivste ist doch Springer H4. So. Aber dann zieht der Läufer weg und dann droht G5. Also das geht nicht, würde ich mal behaupten. Springer H2 kann man überlegen. Ich muss mal eben ab. So muss ich machen. So. Springer E1 und Springer D2 kann man alles überlegen. Halt, in dem Moment, D4 hängt so, dann, also Springer so. D... Ach so, so, ja. Das ist die Stelle. Ach so, ist es, ja. Okay. Sorry. Ja. Tja, dann vielleicht... Aber na, wenn ich jetzt F... Na, was will ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich mit Weiß? Also das ist eine, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage. Was will ich eigentlich mit Weiß? Und mal gucken. Offensiv, sagt hier jemand. Springer H4. Springer H4 und F3. Ja, aber da ist dann der Springer H4, ist der dann nicht irgendwie mal weg oder so? Springer E1, G2, F4. Okay, das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Also,
hier träumt, ich glaube, das ist ein Wunschtraum von G3, Springer G2. Und da sieht man, glaube ich, ziemlich schnell, dass das mit dem Bauern auf H3 eigentlich keine Zukunft aber kann, hat. Aber man könnte natürlich mit G4 arbeiten, ne? So. Und dann auch noch den Springer G4. Ja. So einen Zug wie G4 macht man, glaube ich, auch nur einmal. Also ich glaube, was ich durchaus in Erwägung ziehen würde, wäre Springer H2. Aber Vincent Keimer, wie ihr schon, ihr kennt euren Vincent, ne? Irgendwann sagt vielleicht mal ja so. Doch, das nach H4, das, ne? Ist mein Vincent. Springer H4. Und ich hatte so wirklich gedacht, Springer H4 ist zurückgegangen nach E6. Ja, ja. Ja. Jetzt Springer Läufer E6. Und ich hatte so gedacht, ja, Springer H4, der ist ja auf dem Abstellgleis irgendwie, Schwarz droht G5. G5, ne? Also Springer am Rand, gefährlich. Und eigentlich ist doch der Königsflügel, wo Schwarz hier gerade mit E5, E4 vorgegangen ist, ist doch das Terrain von Schwarz. Hier, Schwarz hat hier Raumvorteil. Ja, das stimmt. Dachte ich so, ne? Dachte ich so. Aber hat er auch. Hat er auch. Gut, das kann man sagen. Aber das kommt überhaupt nicht zum Tragen. Und es geht, komischerweise geht das in dieser Partie jetzt unheimlich schnell. Ja, weißes Zentrum kommt ins Rollen. Was hat Vincent Keimer noch Läufer E6 gespielt? Blöd, dass, wenn ich gewusst hätte, dass du das hier bringst, hätte ich versucht, mir die Partie zu merken. Dann wäre ich. Ich habe dir, also jetzt muss ich mal petzen. Also ich schicke die Partie immer vorab und du kannst sie anklicken und du musst nur einmal durchgehen. Aber ja, das mache ich aber nie, das, weil ich dann vorbelastet bin. Ja, genau, vorbelastet. Was hat Vincent Keimer jetzt gemacht? Also so einen Zug wie Springer H4 muss man rechtfertigen, ne? Wenn wir G5 als Drohung haben und Ziegelei sagt hier F4 und ich überlege, das ist natürlich auch möglich, aber. Was kommt dann auf G5? Nee, der F6 hängt durch. Den kann man einfach den kann man einfach wegnehmen. Aber ich überlege, also. Ja, dann ist doch F4 eine Idee. Ja, ich glaube, F3 ist, glaube ich, besser. Also, weil es direkter ist. Ne? Also F4, das gibt Schwarz vielleicht einmal Zeit zum Luftholen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Schwarz hier was Besseres hat als also E schlägt F3 oder so. Ne? Vielleicht ist auch F4 eine Möglichkeit. Ja, vielleicht. Und dann. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also vielleicht hat man ja, vielleicht spielt man ja Springer E7 oder so. Also F3 finde ich schon ein bisschen direkter, weil Weiß tatsächlich die F-Linie ja für seinen Turm öffnen will. Und F4 hält sie zumindest noch einen Tick geschlossen. Und ja, G5. Nee. Kam das so? Nee, kam nicht. Jetzt kam Springer E7. Von Giri. Ich war immer noch so ein bisschen am Überlegen, wer steht besser und wer spielt eigentlich wo. Ja, genau. Mach mal den Klick. Den Promote-Klick. Beförderung leicht gemacht. Springer E7. Jetzt hat Vincent Keimer auf E4 genommen. Es kommt Springer E4. Springer E4. D4 und jetzt Läufer C4. Und das ist irgendwie sehr schnell gegangen, wie Weiß hier seine Figuren aktiviert hat. Ne? Also auf einmal funktioniert das alles. Und jetzt, also Turm F1 steht goldrichtig, Dame B3, Läufer C4 steht goldrichtig und der Springer auf H4 auch. Und das ist irgendwie doch sehr, sehr schnell gegangen. Also irgendwo muss man, glaube ich, vorher gucken, wo Schwarz. Also wahrscheinlich ist diese Stellung schon ziemlich doof. Ja, vielleicht ist sie sogar schon schlecht für Schwarz. Also vielleicht muss man da vorher gucken. Ja, Giri hat jetzt gespielt C6. Auch man sieht wieder im Schach. Das rote ja D5, ja, oder? Ja, 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 genau. C6. Kann ich noch diese Pfeile machen? Nee, mach doch C6 einfach, dann brauchst du das nicht. Okay. C6. Auch hier, Zeit ist ganz, ganz wichtig eben. Wenn Schwarz sich konsolidieren kann, ne? Also nehmen wir mal an, er schafft es irgendwie seinen Rappen von E7 nach D5 zu bringen, dann hat er wahrscheinlich eine ziemlich gute Stellung und dann ist der Springer auf H4 auch wieder so ziemlich auf dem Abstellgleis. Der Schimmel, weil wenn der du vom Rappen sprichst. Springen, ja, Ross, was weiß ich, der Springer einfach. Und ja, aber
in den letzten, sagen wir, 5 Zügen, also nach Läufer F5 bis hier 21. C6 spätestens. Also hier steht Weiß auf Gewinn. Echt? Da muss man, ja, da muss man vorher gucken, wo Giri den Fehler gemacht hat. Ne? Und das hat mich sehr, sehr überrascht, wie schnell das ging. Aber ich nehme an, wie gesagt, Vincent spielt halt Konzepte, dass er sich solche Stellungstypen, geschlossenes Zentrum, wenn man so will, haben wir ein Französisch auf dem Brett, also geschlossen mit E5, Vorstoßvariante oder so, dass er sich hier angeguckt hat, dass Weiß mit F3 sehr schnell zu spielen kommt. Und Giri ist ja nun auch ein fantastischer Theoretiker. Ne? Aber ich muss hier sagen, dass ich ein Gespräch ja? Als Rheinländer habe ich Probleme mit dem, ja? Ein Gespräch zwischen Vincent Keimer und Jan Gustafsson belauscht habe. Ja? Okay. Das war, sie haben ein Interview gemacht nach dem Match gegen Nepomniachtchi und dann hat Vincent Keimer so ein bisschen die Partien so Revue passieren lassen und er sagte, naja, gegen Giri, das war ja praktisch aus der Vorbereitung. Ja, ja. So, ne? Wieder ist ein Widerspruch, ne? Klar. Ne? Also okay. Er hat wahrscheinlich möglicherweise sogar auch konkret die Stellung mal auf dem Brett gehabt. Ja. Und hier kommt ein Vorschlag. Okay, wir gucken uns erstmal den Vorschlag von, wer ist es denn hier? Thomas 22. Thomas Rüther? Das ist, ich glaube, Schwarz ist ja gar nicht dran. Ja, also 21. Ach so, ja. Also da alles, da die Partiefortsetzung verliert, ist alles andere besser. Aber hier läuft das nicht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich ist das alles von dir. Aber vielleicht kann ich hier mit Weiß D5 spielen. Also da hätte ich jedenfalls auch sehr, sehr großen Respekt. Vor sowas, das weiß ich nicht unbedingt, ne? Sowas. Das ist wahrscheinlich okay für Schwarz, weil er seinen Springer nach D5 kriegt. Und jetzt ist zum Beispiel so eine Sache, weil ist der Springer auf H4, steht der gut oder nicht? Ja, und vielleicht muss man hier irgendwann G4 spielen. Ich weiß nicht, wie sowas einzuschätzen ist. Vielleicht ist auch so ein Endspiel noch passabel für Weiß, aber ich glaube, D5 ist eine ziemlich heiße Kiste hier. Vorwärts. Ne? Ja gut, es geht dann weiter wahrscheinlich mit Dame E5 und dann muss man gucken. Irgendwann kommt Rot dann aber doch vielleicht. Ja, D5, ist D6, ne? Ja, aber es ist also nach D5... Nochmal Dame E5. Vielleicht jetzt? Kann man, ja, ich weiß es nicht, aber jetzt kann ich ja sogar, es geht ja weiter, ne? D6, jetzt hängt F7, ich weiß es nicht, also wollte nur auf den Vorstein, vielleicht D5. Okay, lass uns angucken, wie es rumst, wie rumst es denn jetzt nach C6? Daran erinnere ich mich jetzt. Dunkel. Und Vincent Keimer erzählte, dass er auch ein bisschen da von seiner Vorbereitung gelebt hat für das Grand Prix-Turnier. Sagt er, so ein Teil der. Ja, klar. Ja, das passt. Teil der Sachen, die er dort nicht anbringen konnte, hat er jetzt hier angebracht. Ja. So, hat jemand eine Idee? Kennt jemand die Partie? Möglicherweise. Es gibt Leute, die sich spezialisieren. Atempo, Turm F7 schreibt. Atempo. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, dass es Atempo kam. Thorsten Kröger schreibt das. Und Grau Katze, Grau Kater auch. Ja. Und Thomas Rüder, was auch. So, und Schachgott möchte anstatt C6, fragt sich, was eigentlich nach G5 gekommen wäre, statt C6. Okay, gucken wir uns das auch mal an. Kann man da nicht auch auf F7 nehmen? Ja, sag mal. Wo sind wir? C6 ist hier. Ja, so, Turm F7, jeder, der hier Turm F7 vorschlägt, ist richtig. Nee, achso. Ja, erste Idee wäre auch hier Turm F7. Ist das nicht auch spielbar? Sieht so aus, ja. Ich glaube, das macht gar keinen so großen Unterschied. Ne? Also, man kann ja nicht gut hier nehmen, weil kommt Dorf E6, ne? Ja, gucken. Okay, nochmal nach Turm F7. Was macht das einen Unterschied hier? Die Idee ist natürlich, auf den weißen Feldern den Läufer E6 einfach zu entwurzeln und also nach König F7 dann mit Turm also F1 weiter zu... Ja gut, dann nehme ich halt wieder. So. Dann drohe ich einen Abzugsschach. Also das kann es auch nicht sein. Müsste ich jetzt König A8 spielen oder so? Ne? Ja gut, dann spiel ich irgendwas, würde ich fast sagen. Vielleicht... Was dann irgendwas? Ja, was irgendwas, was wir hier... F5? Ach Quatsch, nee, Springer 5. Wo gehst du denn mit dem Springer hin? Ja, ich muss den Springer gar nicht ziehen. Lass mal kurz überlegen. Vielleicht. Es sieht alles riesig aus. Vielleicht. Wollt ihr jetzt was Konkretes? Gibt vielleicht Dame F1? Also,
Dame F1, okay, ich wollte mit dem Turm an, aber Dame F1 ist auch interessant. Dann F1, dachte ich, dann komme ich da nach, oder? Na gut, dann geht vielleicht Läufer G7. Aber dann könnte man jetzt auch mit Springer F5 irgendwie fortsetzen, ne? Ja, hier kann ich zum, ich kann jederzeit Turm schlägt E7 spielen. Also wenn mir gar nichts einfällt, das kann ich auch vorher machen. Turm Und ich E7? glaube, Ach so, ein Springer G6, ja, ne, okay. das kann ich jederzeit machen. Ja, Und okay. hier wird, also es wird um den, ich glaub, ihr meint hier, ne? Ihr meint, anstatt deines Dame F1, ob man hier so, Moment, wo ist denn Turm da? F1. Turm F1, das wäre dann. Nach Ach so, G4. hier nach König H8, ob man hier Turm F1 spielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Weiß hier alles spielen kann. Vielleicht kann ich sogar so langfristig, vielleicht setze ich hier sogar matt. Also vielleicht geht sogar, ist sogar das ein Zug. Und jetzt müsste man nach G schlägt H4 irgendwie einen Weg finden, die Dame zum Königsflügel zu bringen. Oder vielleicht kann man sogar mit D5 hier arbeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Also bin ich ein bisschen in der Bringschuld natürlich, weil ich jetzt, D5 sieht doch gut aus. ja, vielleicht D5 nach Läufer G7 dann irgendwelche Opfergeschichten. Also Aber da können Sie auf E4 einfach wegnehmen, oder? ja, Dame E4 ist glaube ich, ein guter. Ich wollte eigentlich sogar auf G7 dann opfern und Dame D4 spielen. Also ich glaube, dass, ja, aber Dame E4 ist ein schöner Zug. Ja, das ist, Okay. glaube ich, einfach, es würde mich optisch schon totschlagen. Gut, Schachgott sagt, Turm F7 hat er nicht gesehen und Ja. alles klar. Ja. Okay, also C6 und dann Jetzt kommt kommt auch Turm Turm F7. F7 und Und das ist schon der ja, Killer weiße hier. Felder, ja. Und gut, gib ihm mal ein Ausrufezeichen für Vincent. Ist es dann der Normalo wahrscheinlich, aber ist natürlich ein sehr schöner und starker Zug, weiße Felder. Er hat genommen auf F7 mit dem König. Jetzt kommt Turm F1, Czechowicz. Und das Problem ist eben, dass Weiß, dass Schwarz den Läufer E6 nicht gedeckt halten kann. Ne? Also wenn der Springer, ja, wenn der Springer E7 jetzt woanders stünde, könnte man vielleicht mit dem König noch nach E7 gehen oder so. Aber so kommt auf jeden Königszug halt der Zugläufer E6 mit Vernichtung. Er hat Springer F5 gespielt. Turm F5. Das sieht schön aus jetzt. König G8. Was Schwarz geschafft hat dadurch, ist eben, dass er hält erstmal den Läufer auf E6. Und jetzt geht es eben auch schick weiter. Was hat Vincent wohl jetzt gespielt? Das ist prima, ganz toll, wie. Also, das sind die vier Angreifer von Weiß. Der macht noch nicht mit. Und ich glaube, der macht auch die ganze Partie nicht mit. Ja, was hat Vincent Keimer wohl jetzt gespielt? Das ist auch ein sehr offensichtlicher, schöner Zug. Echt Weil, offensichtlich? ja, Jetzt wird es schon wieder offensichtlich, weil wir vergessen. auf welchen Feldern spielen wir Wir mit? spielen Also auf wir, ne? Weiß. Das Wir-Gefühl ist jetzt da. Wir sind Vincent. Wir sind Vincent, genau. Auf den weißen Feldern spielen wir, ja. Naja, so viel. Keine Ahnung. Also was, Turm F8 oder was? Turm Das F8? ist kein Zug auf dem weißen Feld, oder? Das stimmt. Dann Springer G, kann man Ja, Springer G6 spielen? natürlich. Also das würde ich jetzt auch sagen. Also wenn schon die Zielvorgabe sozusagen des Trainers oder der Mannschaft heißt, wir spielen auf den weißen Feldern, passt doch Springer G6 rein. Und das finde ich ein sehr schönes Angriffsbild hier auch gerade. Ja gut, das droht jetzt irgendwas auf F8 Ja, droht auf wahrscheinlich. F8 und E6. Jetzt hat Giri genommen auf C4. Dame C4. Schwarz kann nicht opponieren. Das wäre schön mit Dame E6. Es geht einfach nicht, weil F8 durchhängt. Also man nimmt einfach weg auf Brauche ich F8. nicht machen, ne? Also Nee, okay. Turm F8 gewinnt dann. Also Ja. er hat gespielt König H7 und auch Dame F7. Und sie kommen jetzt also alle rein. Das ist eine sehr unangenehme Konstellation. Dieser Springer G6 legt halt den ganzen, die ganze schwarze Stellung lahm. Dame F7. Jetzt kam Läufer E7. Nochmal ein kleiner Trick. Springer E7 geht nicht oder ist nicht so gut. Warum ist der nicht gut? Okay. Wegen Turm E7. Wegen Turm. Ja, gut. Ne, kleiner Trick und der Turm auf F5 fängt halt. Ne? Das möchte man natürlich nicht. Ja, sorry.
manchmal weiß ich auch nicht, was man fragen soll oder nicht. Aber jetzt kommt, jetzt kommt ein ganz bemerkenswerter Zug von Keimer. Bemerkenswert insofern. Also, im Moment hat er aber es weniger, ne? Oder? Ja, aber nicht wirklich. Okay, also er weiß, hat eine Qualität weniger für einen Bauern. Das ist richtig. Aber das, also der nominelle materielle Nachteil ist minimal. Ja. Habe ich das schön formuliert? Ich hoffe, ja. Also das, darum geht es hier irgendwie gar nicht. Diese drei Dame F7, Springer G6 und Turm F5, die stehen halt so bombig. Und versucht mal mit Schwarz irgendwie was Aktives zu machen oder auch nur die weiße Koordination zu stören. Ne? Das ist ganz schwer, weil der Springer G6 halt die Stellung lahmlegt. Und ein sehr plausibler Zug hier wäre zum Beispiel Springer F4. Ja. Oder Springer E5. Springer E5, Springer F4 sind beides sehr plausible Züge. Und ich weiß, also den fand ich jetzt cool. Mal sehen, ob ihr auf den Zug von Vincent Keimer kommt. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist ein natürlicher Zug, Springer F4 zum Beispiel, oder vielleicht auch Springer E5, weil ich nehme mal Springer F4. Ja, sehr, sehr natürlich, man droht hier, droht da und so. Und man droht diese drei wieder neu zusammenzuwürfeln zum Angriff gegen auf den Schwarzen König. Ne? Super Zug. Mal sehen, ob jemand auf den Zug von Vincent Keimer kommt. In dieser Stellung. Nach Läufer E7. Und er kommt nicht, also die Idee kommt nicht zum Tragen, aber ich finde den Zug finde ich unheimlich cool. Und das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt der beste, aber das ist so ein Zug, der in anderen Stellungen vielleicht mal wirklich so ein Doppelausrufezeichen ist. Und sagt, ja, jetzt kommt die große Pointe des weißen Angriffs. Hier muss Weiß das nicht unbedingt machen, aber das wäre so einer. H4 ist interessant, okay, aber H4, warum verbessert das die weiße Stellung? Frage an H, oh Gott, viele Buchstaben, das letzte ist nur HG Pernot. HG Pernot, okay. H4, okay. Hans Günther. Ja, wahrscheinlich. H4, okay. Das passt so rein in die Schiene Ruhe. Ne? Ich stehe so gut, ich habe alle Zeit der Welt. Spielt man hier Turm E5 oder was? Nee, das ist alles zu forciert. Die stehen ja prima. Und ja, so ungefähr. Ne? Also Weiß hat eine super Konstellation, hat Zeit. Schwarz droht auch nichts. Und er hat hier den Zug gemacht. Ja. Jetzt, Huddelmacher sagt, wie es kam. Das ist richtig. Er kennt die Partie also. Aber das ist so, ne? B4. Und ja, die Idee ist natürlich, ich spiele, wenn du mich lässt, spiele ich diese beiden Züge, Läufer B2 und D5, und dann krache ich dir auf G7 rein. Aber da hätte er auch mit Läufer D2, C3. Ja, okay. Hätte er auch okay, ja, ja. Ne? Aber gut. Aber komm mal auf dem wievielten Kandidatenplatz ist hier B4 bei euch oder bei dir oder bei mir auch. Ne? Nicht, der ist nicht vorne. Nein. Der ist ganz bestimmt vorne. Ein Bauernzug am Damenflügel in der Stellung? Ne? Ja, sagen wir mal. Ja, also Schwarz hat eigentlich wenig Möglichkeiten, ja, sich zu bewegen. Vielleicht, sehr wenig. Ja, trotzdem. Aber B finde ich einen total coolen Zug. Oder kann man Läufer F6 machen? Nee, kann man Turm F6 machen. Der hängt doch einfach. Ne? Also Schwarz kann einfach nicht. Ist gar nicht mal so gut. B4. Jetzt kam, dem habe ich ein interessant gegeben, aber dem kann ich auch mal ein Ausrufezeichen geben. Ich finde den gut, ja. Gute gut. B-Note. Es gibt manchmal, es gibt Kombinatoren, die machen das immer nach Computerbewertung. Ne? Also, dass man sagt, okay, wenn Weiß jetzt Springer F4 gespielt hätte, ist die Stellung plus 3,1, was weiß ich. Und nach B4 ist sie nur noch plus 1,8 oder was weiß ich. Oder wie auch immer. Das finde ich aber nicht, das wird solchen Zügen nicht unbedingt gerecht. B4. Dame D8 und jetzt kommt der Schulz-Plan, Springer E5. Ja, und wenn Peter Silje gerade fragt, hier Läufer D2, wenn B4 geht, ist Läufer D2 natürlich auch, sagtest du ja eben, Läufer D2 mit vielen Ideen einfach. Ne? Läufer D2, das ist ja der Einzige, der bei Weiß noch nicht mitmacht, der kann nach C3 gehen und D5. Oder man kann auch solche Ideen spielen.
Ob der nach H4 geht, dann weiß ich nicht, aber vielleicht auch solche Geschichten. Ne? Das ist vielleicht eine schöne Route für den Läufer. Läufer D2, E1, G3, E5. Ne? Und wie gesagt, Schwarz ist ja völlig platt. Das ist ja sozusagen der französische Läufer, Der dann stark wird auf einmal. der in der Garage bleibt, also einfach und dann ganz zum Schluss, wenn alle Figuren ausgepowert sind, kommt er und entscheidet die Partie, ne? Schwarz hat jetzt damit E8 gespielt. Thomas Suter regt Läufer G5 an. Da hätte Weiß wahrscheinlich H4 gespielt. Lassen wir mal, glaube ich. Ne? Also, wir sind jetzt hier. Okay, Läufer G5, H4, aber lassen wir mal. Wir bleiben mal bei Dame D8. Jetzt kam Springer E5. Und es ist natürlich dann auch ein Uhrwerk hier bei Weiß. Jetzt diese drei, die tanzen halt. Ne? Springer G6, Turm F5, Dame D8. Jetzt kam, glaube ich, Turm F8. Dann kam Schach auf G6, König G8. Und ich glaube, ja, was macht Weiß jetzt? Ich drehe den Zettel um, aber ich glaube, ich weiß es noch. Genau. Ja, wie gesagt, Petersilie, absolut Läufer D2. Was macht Wenn der Turm F7 oder schon, bitte? Turm F7 oder Nee, hat er nicht Springer gemacht. F7? Er hat Springer F7 Okay. gespielt. Der ist, glaube ich, auch besser. Ja, wahrscheinlich. Ja? Gebe ich sofort zu. Gibst du zu? Dann mach ihn mal. Okay, jetzt hast du es ja verraten. Springer F7. Und ja, Springer H6 als Drohung. Kann man auch schwer ausweichen Ja, jetzt. nicht wirklich. Okay, Dame E8 kam jetzt. Dann, ich weiß jetzt auch nicht, wie Giri zeitlich aufgestellt war. Jetzt kam Springer H6, König nach H8, Springer zurück, Springer F7. Und welchen jetzt? Nochmal überlegen, Thomas oder? fünf Turm oder? H5, okay. Und Weiß setzt halt in der H-Linie matt. Ja. Turm H5, ich glaube, er hat sich matt setzen lassen. Aus Turm F7, Dame H7. Er hat offenbar nach Dame H7 aufgegeben, wenn mein Skript richtig ist. Turm F7, Dame H7 und mach mal Okay. König F8. Und das kam dann nicht mehr zur Ausführung. Ja. Ja, als ich die Partie, gut, ich habe sie ja dann einmal so schnell durchgespielt Ja, und da dachte ist ich, auch das ist irgendwie. sehr beeindruckend. Ja, es war nach diesem Turm F7 ist das alles eine große Leichtigkeit bei Weiß. Ne? Es funktioniert alles sehr, sehr schön. Und natürlich, Giri, also Turm, ich glaube nicht, dass er Turm F7 übersehen hat, in dem weiß ich nicht. Aber natürlich weiß er auch, dass die Stellung dann pleite ist. Ne? Also, okay, das Gut. war Vincent setzt matt. Du sagtest Vorbereitungssieg. Hat er gesagt, Das ist also. nicht. Ja, oder? Ja, okay. Tolle Partie. Und Ja. ja, wir sehen Vincent Kaimer gegen einen absoluten Weltklasse-Mann. Ich weiß nicht, auf welcher Position unter den Top 10 Giri im Moment ist, aber er ist immer ziemlich weit oben. Ich weiß nicht, wo er aktuell ist. Und wenn man. Es ist nur eine Schnellpartie, natürlich. Aber wenn man jemanden so auseinandernimmt, das ist eine Duftmarke. Und das ist für Vincent, glaube ich, für ihn, für seine Entwicklung ist das auch gut. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er an zu wenig Selbstbewusstsein leidet. Ich glaube auch nicht an Selbstüberschätzung. Also er hat durchaus, er weiß, was er kann. Und das Ja, ist, also also, genau. Er ist nicht, weder ist er ängstlich noch ist er überheblich, genau. Und sondern das ist ist also bombig. genau. Und Und einfach, er ist auch, ist ja immer sehr realistisch, ne? ja. Und ja. Was machen wir noch? Machen wir deinen Gedächtnistest? Den hatte ich ja Was? beim Nee, wir letzten. machen mal ein Quiz hier. Ja, Erstmal machen Platz wir das Quiz. 9 ist eine Skiri im Ja. Moment. Okay. Quiz, genau. Also ich verlose jetzt hier Magnus Carlsen, ne? Diese Masterclass-DVD und das läuft ja immer so, dass die richtige Antwort in den Chat geschrieben wird. Der zuerst die richtige Antwort schreibt, der hat gewonnen und schickt mir eine E-Mail an andreschulz@chessbase.com. Die kennt ja jetzt wahrscheinlich schon jeder. Ne? Genau, jetzt musst du noch die Frage stellen. Schwierige Frage, also Oliver Kahn wusste es nicht. Ich Also könnte sie jetzt auch nicht lesen. Okay. Also auch so, wie nicht wir ja alle erkennen. wissen, ist Juri Averbach der älteste lebende Großmeister und feierte vor kurzem seinen 100. Geburtstag. So, wer war denn vor Juri Averbach der älteste lebende Großmeister? Also, ja, da ist es schon. BV B. Didi. Lilienthal. Sehr gut, Anna. Das ist nicht zu fassen. Ja, das ist unglaublich. Ich kann fragen, was ich will. Also.
Großartig. Ich werde mir mal. Toll, ja, toll. Ich bin wirklich. Thomas Rüther ist auch richtig, aber leider nur Zweiter. Ich weiß. Ich werde mir mal irgendeine Fantasiefrage ausdenken, auf die es eigentlich keine Antwort gibt. Mal gucken, ob da auch eine Antwort kommt. Oder wir fragen mal zu meinen Partien was. In welcher Öffnung habe ich noch nie eine Partie gewonnen? Da gibt es viele, aber irgendwie sowas. Also genau. Was keiner wissen kann. Ja, genau, und sie wissen es trotzdem. Ja, ja. Nein, sehr ganz gut. Toll. Also BVB, Chapeau. Didi, ich bin ja eigentlich Schalke-Fan. Aber egal, trotzdem. Also, da musst du durch. Ja, gewonnen ist gewonnen. Durch. Ist auch okay. Also, leider gestern ausgeschieden, BVB. Mhm. Wenn es überhaupt Borussia, der BVB ist immer Borussia Dortmund, ne? Denke ich schon, ja. So, okay. BVB 09 sieht man immer, um das abzukürzen. Okay, also E-Mail an mich. Ja. BVB Didi. Ja. Sehr gut. Dann machen wir den Gedächtnistest mal ganz schnell. Dann huschen wir sozusagen durch und dann machen wir noch eine Keimerstellung. Okay. Das wollte ich noch. Wie kommt Weiß zum Erfolg? Und ich versuche dich jetzt aufs. Ja, das kennst du. Und ich habe dich jetzt versucht, aufs Glatteis zu führen. Auch unsere Kiebitze, unsere Freunde, unsere Zuschauer. Ihr habt diese Stellung schon mal gesehen, aber nicht so. Und das ist, wie gesagt, das ist gemein. Weil vielleicht sagt dir einer, du sagtest, kenne ich das oder so. Ob das einen Wiedererkennungswert hat oder ob ihr bei Null anfangt zu rechnen. Weiß zieht und gewinnt hatten wir schon zweimal in dieser Sendung. Echt? Mhm. Weiß zieht und gewinnt irgendwie. Also wohin soll der weiße Turm C6, um es abzukürzen? Vielleicht der weiße Turm C6 muss ziehen und der hat ein sehr, 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 sehr gutes Feld. G6 ist nicht gut, also sagen wir mal. Ach nee, dann kommt G6 ist ganz schlecht. Gut, ganz aber, schlecht. Ja, aber so in die, also die Richtung im wahrsten Sinne ist exzellent. Also gut, er muss, ich will ja mit der Dame nach C6. Die Dame, ich will ja nach C6. Schwarz hat keinen Fianchetto-Läufer mehr. Das heißt, hier ist Alarmstufe Rot, schlecht, ja. König B8. Und wenn man sich mal eine weiße Dame auf C6 vorstellt, die könnte mühelos auf B7 matt setzen. Aber was ist mit Turm B6? Oder? Ja, wunderbar. Also Turm B2, das ist schon toll. Also er hat mich gerade zitiert. Hervorragend. Rapport, sehr super. Gut. Grandios, toll. Und dann habt ihr die vertauschten Farben. Ja, super. Ach ja, richtig. Erinnere mich sogar gemein, an den Rapport. Ne? Das war jetzt, war ein bisschen gemein. Und der Lösungszug umgekehrt, damals war es eben Turm H3. Und wo? Was ist jetzt der Lösungszug, André? Turm A3, ja? Turm H6. Der Turm das H6, ist, ja. Hast du das jetzt aus dieser Rapportpartie konstruiert mit vertauschten Farben? Ja, genial. Echt? Toll, ne? Hab ich zur Verwirrung? Die Zeit habe ich, ja, ich wollte es einfach mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit bezwecken wollte, aber einfach mal, ob das auch umgekehrt funktioniert. Ob du ein Muster dann auch wiedererkennst, wenn du nicht die Partie mit Schwarz und Weiß vor Augen hast. Ich habe immer Schwierigkeiten damit gehabt, muss ich sagen. Bei mir ich glaube, man muss die andere Gehirnhälfte dabei aktivieren. Ja. Turm H6. Und die Idee ist halt, man droht Dame C6, wenn ich früher Dame C3 genannt, heute Dame C6. Und wenn Schwarz jetzt Dame E8 spielt, wäre das alles in Ordnung, hätte Weiß eben nicht diesen Killerzug Turm H8. Und deshalb muss der Turm nach H6. Also hier setzt Schwarz Weiß halt matt. Entweder so oder nach Turm H8. Damit C6. Das war Memory-Test. Ich glaube, ich lasse das. Ne? Das war gemein, ne? War gemein. Ich entschuldige mich dafür. Okay. Ja, junge Leute können das vielleicht hier noch. Ja, okay. Ich erkenne sogar Muster, wo keine sind, sagt hier einer. Das finde ich auch klasse. Gut. Kosteniuk, Alexandra gegen Keimer, Vincent. Alexandra Kosteniuk hatte ein Horrorturnier. Das steht auch nur online, sehe ich jetzt gerade. Weiß nicht genau warum. Sie hat auch beim Earthlings-Turnier mitgespielt. Sie hat, glaube ich, einen Punkt gemacht. Sie hat eine Partie gewonnen. Moment, es gab ja drei Punkte für den Gewinn. Ja, also sie hat eine Partie gewonnen, hat dann drei Partie. Punkte bekommen. Ja. Und das ist natürlich ein ganz bitteres Erlebnis, wenn man mal in so einem Strudel drin ist und die Jungs lecken Blut und das ist ganz fürchterlich. Aber sie hat auch in dieser Partie übrigens, sie spielt auf Gewinn, ne? Also das, ich weiß nicht, wie sie, 10. Runde, da hatte sie wahrscheinlich nur einen aus 10 oder vielleicht 0 aus 10. Ja, da hatte sie noch 0 wahrscheinlich. Ja. Und Stellung nach Dame G6. Und Vincent Keimer wird die Partie in großem Stil gewinnen, aber jetzt sag mir mal was zu dieser Stellung. Wer findest du steht besser? Was meint ihr, wer steht besser? Oder wen hättet ihr lieber, wenn ich sage, die Stellung ist vielleicht ausgeglichen? Wen hättet ihr hier lieber?
Und warum? Schwarz ist doch okay. Also ich habe da diesen Freibauern. Der Springer ist immer gut in kurzen, also Kurzpartien. Ist immer besser als ein Läufer. Also kannst du mal eine Gabel oder so. Die weißen Türme stehen aktiver, Schwarz steht besser. Okay, naja, gut, du bist ein bisschen, das finde ich jetzt ein bisschen voreingenommen. Also ich glaube, dass ich hier spontan denken würde, dass wenn jemand besser steht, ist der Weiße oder in diesem Fall die Weiße ist. Und zwar glaube ich das deshalb, weil der Läufer C3 ist eine gute Figur, also muss natürlich einen guten Zug machen. Den Glücksblitzspringer. Ja, kann man so sagen, genau. Also André hat auf den, sagen wir mal, den praktischen Wert dieser Figur hingewiesen. Und das ist absolut richtig. Ne? Also nach einem Zug, wie Turm A nach E1. Gut, ich formuliere es mal defensiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schwarz, dass Weiß hier schlechter stehen sollte. Es gibt nur Zielscheiben in der schwarzen Stellung. Die Dame B7 steht prima. Die beiden Türme von Weiß stehen richtig. Der Läufer C3 schießt gegen E5. Also ich sehe, Also ja? objektiv ist es wahrscheinlich ausgeglichen, ne? Ja, So, ich meine, ja. man hat ja auch immerhin einen Bauern mehr. Aber der Springer. Arme der Springer, okay. Weiß hat gespielt und ich glaube, das ist vielleicht der Beginn eines verfehlten Plans. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist eine Schnellpartie. Ne? Man muss Entscheidungen treffen. Und Moment, wo waren wir hier? Sie hat gespielt den Zug Turm F nach D1. Und der ist in puncto Harmonie. Ausbaufähig. Turm D1 und ja, die Idee ist natürlich, Turm, ich muss mal gucken, so Turm und Turm D nach E8. Und die Idee ist, Turm D7 zu spielen. Und das ist natürlich ein hartes Spiel auf Gewinn. Ne? So ist sie. Turm D7. Und eben, sie hat deshalb nicht Turm A nach E1 gespielt, glaube ich, weil sie denkt, Dame B7 und Turm steht hier eigentlich gut auf der A-Linie. Also, das ist jetzt ein ganz, ganz primitiver Gedankengang. Ne? Warum soll ich den Turm A1 wegziehen? Aber tatsächlich ist es so, dass nach diesem Manöver, Turm F nach D1, Turm E8, Turm D7, eben ein weißer Defensivturm die Grundreihe verlassen hat. Und das ist irgendwie, jetzt finde ich die Harmonie nicht mehr so prickelnd im weißen Lager. Ne? Und Dame B7, Turm D7, ich bin mir nicht sicher, ob das. Es sieht vielleicht aktiv aus, aber im Prinzip glaube ich, dass die Musik eher am Königsflügel spielt und dann bin ich, glaube ich, eben, ist das eher ein Schuss in den Ofen, ein Schüsschen in den Ofen. Vincent Kaimer spielt den Zug H6 sehr nützlich, glaube ich. Das ist auch, ne? H6, Luft ist immer gut. Turm F6 wäre noch eine Möglichkeit gewesen, okay. Jetzt kommt von Weiß der Zug König G1. Einmal König G1, Turm F6 und jetzt Turm A nach E1. Und Turm A nach E1, also hier kippt die Partie halt komplett. So. Hier glaube ich, konnte man noch Dame E4 spielen. Also nochmal zurück, wenn man Dame E4, und das ist irgendwie auch noch in Ordnung. Das war übrigens die Idee, sorry, das habe ich nicht. Von König G1, also wenn man vorher Dame E4 macht. Ist ja eigentlich ein gutes Feld für die Dame, aber hier käme dann dein Springer wieder ins Spiel mit Springer G3. Ne? Das ist so eine klassische Ja, Schnellschachgeschichte. Ne? oder Ja, Blitz oder wie auch ups, immer. ups, ja. Und Dame E4 wäre hier noch gegangen. Und hier kippt es wohl tatsächlich. Aber ich finde es immer noch irgendwie knapp und frappierend, dass das hier so schnell geht, weil. Eigentlich steht bei Weiß, also seine Figuren oder ihre Figuren stehen ja eigentlich gut, ne? Tja, aber Springer. Ja, Aber aber ich kenne nur das Ergebnis von der Partie, muss ich sagen. Also ich kenne die Partie gar nicht. gut. Das Es ist dann kam nach der Trick. Turm E1, König Turm F6 haben wir schon. Wie Ja, kam der Springer was hat was H4 oder was was? was genau, was hat Vincent Keimer hier wohl gespielt? Springer Jetzt H4 wird es wahrscheinlich, ne? Oder spannend, was? ja. Springer H4, Springer F3, ist das, geht es darum, ja? Und unter anderem, ne? Ja, Springer H4? genau. Springer H4. Und ja, jetzt haben wir also Dame G6, Springer H4. Das ist schon mal eine super Kombi, ne? Eine super Truppe, eine Kleintruppe hier. Die schießen gegen den Punkt. Es gibt das Motiv Springer F3. Und diese Dame, die schießt nicht nur in der G-Linie, sondern die hat auch eine lange Diagonale bekommen. Kommen wir gleich drauf. Außerdem ist Springer, den können wir, glaube ich, mal durchaus ein Ausrufezeichen verleihen.
Außerdem ist die F-Linie jetzt aufgegangen und da hat Schwarz ja schon den Turm auf F6. Ja. Und steigen. Ne? Also ja, gut, ist rot konkret Springer F3. Ja. Ja, das ist ja doof. Was mache ich jetzt? König H1? Hat sie gespielt. Ist nicht gut, ja? Ja gut, es ist halt schon gekippt. Also so. jetzt gucken wir uns einfach nur noch mal an, wie es dann so schnell ging. Was macht Vincent Keimer jetzt? Ja, könnt jetzt vielleicht zum nicht, nicht groß, ja genau. Den Naturzug. Den Naturzug. Thomas Zoll? Nee, ja, der Naturzug. Gucken wir mal. E4, auch interessant, aber F6 hängt eventuell. Also den Zug E4, mach den mal. Von vorgeschlagen Plutarch. Der ist vielleicht ein bisschen heikel, weil, also es droht matt auf G2, aber natürlich gucken wir uns mal den Läufer C3 an und der könnte durchaus jetzt mal frische Luft bekommen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob sich Schwarz damit einen großen Gefallen tut. Aber also vielleicht muss er erstmal. Ja, vielleicht muss ich jetzt einmal Turm, vielleicht kann ich Turm G1 spielen. Das ist auch eine hübsche Variante. Warte mal. Jetzt mal schauen, ob hier. Oha. Entweder Turm G1 oder G3. Ja, genau. Das ist eine schöne Idee von Plutarch. Zeige erstmal Turm G1, Turm F1. Und jetzt nützt mir ein Schlagen auf G7 überhaupt nichts. Das ist eine schöne Idee. Kann man hier Dame A7 noch spielen? Ja, Dame G2 ist einfach matt. Ah, das ist ja doof. Ja, mach mal. Geh mal aus, bitte. Das ist eine schöne Idee. Toll. Genau. Dann nochmal zurück. Okay, gucken wir nochmal zu E4. Und vielleicht muss ich jetzt... Oh, das ist natürlich ein Horrorzug hier. Oder ich mache Turm G1, Turm F1 und dann G3. Vielleicht geht das noch. Uha. Ich weiß, dass es sehr heikel ist. Also es ist, aber es ist, das muss mit Schwarz jetzt auch funktionieren. Wahrscheinlich wird es matt, könnte ich mir vorstellen. Aber also auch eine spannende Variante auf jeden Fall. Und Turm G7 widerlegt das Ganze. Das ist natürlich sehr ernüchternd hier. Das ist natürlich völlig richtig, weil der Turm von hinten das matt deckt. Und das habe ich eben auch nicht gesehen. Ihr habt alle völlig recht. Turm G7, sorry. Ja. Ja, das möchte ich nicht im Schnellschach haben. Mhm. Turm G7, Dame G7. Weiß ich immer noch nicht. Wie geht das weiter? Dame G7. Reicht das für Weiß? Das sehe ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Turm G7. Also, das muss ich auch nochmal zurücknehmen. Eins. Okay. E4 hier. Nach Turm F1. So, okay. Ja. Turm G1, Turm F1 und jetzt Turm G7. Ne? Ja. Das ist etwas besser. Sehr gut. Schön. Das, ne? So ist es gemeint. Das funktioniert. Dem kannst du mal ein Ausrufezeichen geben. So rum. Also E4 verständlich natürlich, aber der Läufer C3 atmet halt. Oh, okay. Also, Vincent Keimer hat gespielt den Zug. Turm F1. Turm F8. Suche. Droht ja auch. Droht Grundlinienmatt. Schön. Jetzt hat... sie gespielt Turm D nach D1. Schick ist auch noch ein, ja, schick ist hier auch Turm G1. Was macht Schwarz jetzt? War nochmal ein Schicker. Kam in der Partie nicht, aber den fand ich nochmal ganz cool. Alles steht richtig bei Schwarz, das heißt, man muss irgendwie zuschlagen. Jetzt gibt es einen sehr schönen Gewinnzug.
damit zieht. Dame B1. Schick, ne? Gemein. Fand ich schön. Ja. Kam nicht. Kam Kam leider nicht. Aber das ist, das sagte ich vorhin eben, die Dame auf G6, dass die auch auf einer langen Diagonale tätig ist. Also dem können wir mal ein Ausrufezeichen haben. Und es droht eben. Dame schlägt G1, Nips, Turm F1 matt. Und das ist schön. Gut. Und ansonsten kommt Turm F1. Jetzt kam Turm D1, gehen nochmal zurück. Jetzt hätte, glaube ich, Vincent spielen sollen. Okay. Jetzt kam von Vincent der Zug Turm F2. Ja. Man konnte schicker gewinnen hier. Und zwar, hier kann man dadurch gewinnen, dass man die Dame B7 angeht. Die Dame B7 ist ja die zentrale oder dezentrale Verteidigungsfigur. Die Dame deckt den Punkt G2. Und wenn man jetzt eine gute Methode findet, diese Dame anzugehen, dann kann Schwarz eben auf G2 matt setzen. Das heißt, die Dame darf nicht weg von dieser Diagonale. Und deshalb, also Turm F2 hat Vincent gespielt. Schön war, glaube ich, auch noch hier der Zug Turm F7 mit der Idee, sowas zu spielen. Und dann bricht Weiß halt zusammen. Schick. Aber wie gesagt, schnell Schach, ne? Also, und Dame E4 läuft immer in Turm F1. Ja? Ich überlegt, ob hier Turm B6 geht, also mit so einer ähnlichen Turm B6, und dann dachte ich Turm D6, aber. Ja, ähnliche Ideen, ne? Also, okay. Turm F2 ist aber sehr, sehr logisch. Turm F2, jetzt kam Turm G1. Dame H5, Dame D3 wird. Oh, wann soll man Dame D3 spielen? Dame D3. An welcher Stelle? Nochmal. Dame D3 vorgeschlagen. Welche Partei überhaupt? Wahrscheinlich doch Schwarz. Statt Turm F2, okay. Sag ich mal. Dame D3. Dame D3 ist schick. Frage ist, schlägt, ob Weiß hier einen einfachen Zug machen kann, und zwar den Zug H3. Habe ich Zeit? Also würde mich auch nicht wundern, dass das gewinnt. Aber da müsste man hier nochmal bedienen. Gewinnt das auch? Wir gucken uns, glaube ich, mal an, wie es kam. Auch eine vielleicht interessante Möglichkeit. Turm F2, Turm G1. Jetzt kommt Dame H5. Das ist auch nochmal giftig. Und wieder, wie in der Partie vorhin auch, Weiß, also Keimer hatte da ein Angriffstrio. Springer, Dame und Turm. Und hier hat er eben Springer, Dame und zwei Türme und Königsangriff. Alle machen mit. Ja, eigentlich, Weiß hat ja noch eine intakte Bauernstellung vor dem König, aber es funktioniert halt nicht. Trotzdem, also der Giriskönig, da war der stand der Bauer schon auf H6, ne? Und der Springer hatte da Einfallsmöglichkeiten. Und hier stehen beide Bauern noch ideal, aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Jetzt kommt Dame E4. Die Idee war hier Springer F3, oder? Ja, genau. Ist Partie. Achso, okay, Dame E4. Dame E4, und jetzt kommt Springer F3, und das ist natürlich besonders schick. Turm F2 schießt nach H2 und den kann man nicht mehr vernünftig decken. H3 noch. Und Dame schlägt H3. Das ist nett. GH hat sie gemacht, glaube ich. Wurde ausgeführt und Turm H2. Schön. Fand ich auch. Also das ist hier, das werde ich vielleicht in meinem Taktikblock auch verwenden. Sehr, sehr spannende taktische Stellung, ne? Sowas. Wenn man so eine Konstellation hat und es riecht einfach nach Matt auf G2, nach Matt auf F3 und so. Und ich weiß nicht, was bei Weiß konkret anders stehen müsste, damit es für sie funktioniert. Denn abgesehen, also die weißen Figuren stehen ja eigentlich nicht schlecht, ne?
Ja gut, also sie hat damit ja den Königsflügel im Stich gelassen. Ein bisschen, man kommt so über links und lässt die rechte Verteidigungsflanke dann ein bisschen offen. Ja gut, das Schach ist ja auch ein Überzahlspiel, ne? Und Schwarz hat hier Überzahl am Königsflügel und Raum und naja. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Ja, E4 muss, ja gut, wenn Weiß, genau, zum Beispiel, wenn Weiß eine Dame nach E4 bekommt, aber das kriegt er sie halt nicht mehr hin. Das funktionierte nie. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ja. BVB Didi meldet sich und kriegt auch mal Magnus Carlsen zugeschickt. Alles klar. Also dann bis dann. Jetzt ist noch Erfing Masters Finale. Das ist heute, glaube ich. Ne? Nee, erster Tag. Und DSOL, da spielt heute, das ist das Finale vom letzten Jahr, das ist Deisisau gegen Ports. Das findet heute statt und Sebastian Siebrecht kommentiert live und hat auch noch Gäste in seinem Studio in seiner DSL-Show. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönes Wochenende.